Grüß Gott, liebe Mitreisende im Zeitschiff Erde in die neue Zeit. Ich wollte heute mal einige Gedanken einbringen, weil ich sitze hier auch mitten in den Prozessen, gerade wenn man so einen Kanal macht. Und es tauchen immer wieder bestimmte Fragen auf. Manche sind benannt und manche halt eben auch nicht. Die sind so zwischen den Zeilen. Und ich denke auch, dass ich selber mit den Menschen, wenn man mit denen zusammen einen Weg geht, halt eben auch eine Betroffene ist, nicht nur von außen schaut, nicht nur sagen kann, ah, da geht's lang und da geht's lang, sondern wir sitzen alle in dem gleichen Boot. Und von dem Gesichtspunkt aus wollte ich jetzt mal etwas einbringen, weil mir da was aufgefallen ist bei mir. Vielleicht geht's anderen auch so und ich wollte es einfach mal teilen. Also am 15.12., also vor 2 Tagen, kam erneut, die Wahlmänner sind angetreten und wir gingen ja so von aus, der Wahlbetrug ist ja schon so weit mit Zeugen belegt und schon so viel bei Gerichten, da wird ja gar keine Wahl stattfinden. Es hat sich dann anders rausgestellt, die Wahlmänner sind schön gefahren und sie haben das auch dann im alten Stil durchgezogen und es wurde ein zweites Mal Biden for President verkündet. Und dann merkte ich auch, also nochmal ein Schleif, das ist aber ganz schön anstrengend. Denke ich, diese Wiederholungen, bin ich tatsächlich noch nicht weiter, brauchen wir das alles noch? Und dann ist mir aufgefallen, dass diese Strategie, warten, bis jetzt der nächste Schritt passiert und ja, schauen ist ja schon etwas, aber innerlich dieses Warten, das bringt irgendwie nicht weiter und das ist auch sehr schnell ermüdet. Und so ging es mir halt eben dann auch, dass ich gemerkt habe, ich habe schon zu viel erwartet an der Stelle und sitze da und kann es manchmal nicht mehr erwarten, wann es jetzt mal endlich in die Öffentlichkeit geht. Und dann passiert es nicht. Und danach merkte ich einen wirklichen Abfall in der Energie für den Abend. War ja auch die Nacht nicht so kurz. Und merkte, Biden ist da eigentlich nur ein Beispiel. Wir warten auf alle möglichen Sachen, auf Themen. Wann sind endlich die Anklagen? Wann kommen die Verhaftungen? Wann wird mal im deutschen Fernsehen gesagt, dass wir kriegsbesetzt sind, dass die Alliierten im Haus sind? Wann wird das mal rausgesetzt? Wir sind auch ein bisschen müde manchmal, der Träger für diese Energie zu sein, für das Bewusstsein und dann immer nur was zu hören. Es stimmt gar nicht und so weiter. Und wenn das da ist, überall beobachtbar ist, aber es zeigt sich nicht. Es kommt nicht nach außen. Und wieso kommt es nicht nach außen, weiß ich nicht genau. Aber ich bin ja dann auch betroffen, immer in dieser Haltung zu sein. Also kommen wir nochmal zurück auf Biden und Trump. Ja, ich kann dann sehen, man kann damit die Medien vorführen, aber die sind ja auch schon mal vorgeführt. Hat das jetzt noch nicht gereicht? Was kann man denn jetzt noch sagen? Gerichtsbeschluss müsste veröffentlicht werden, ist genau das Gleiche. Wieso wird das noch rumgeschoben? Und es geht hin und her mit den Pendelschlägen. Und dann merkte ich irgendwann, das ist das ewige Strickmuster. Das kennen wir, das kenne ich ewig. Immer diese Spiele hin und her, Kriegsspiele oder Nicht-Kriegsspiele, kann man ja alles sagen, ist verdeckte Kriegsführung von mir aus, aber es ermüdet mich zumindest auch. Und dann habe ich gemerkt, Strickmuster, Momente mal. Strickmuster-Wiederholungen. Die erlebe ich mit den Mitmenschen zusammen, immer das Gleiche. Wie viel ist schon gesagt, wie viel ist schon gesprochen? Ist gesagt worden, es gibt keinen Erreger, Masken helfen nicht, es nutzt überhaupt nichts. Es wird immer das gleiche Strickmuster im Hirn wiederholt, in dem Umgang miteinander. Und irgendwann musste ich mich fragen, habe ich auch ein Strickmuster? Sind das immer nur die anderen? Bin ich schon passend für die neue Zeit? Was braucht es für die neue Zeit wirklich? Macht der 2020-Wahnsinn irgendeinen Sinn? Wahrscheinlich schon. Er hängt ja mit dem Übergang zusammen. Und da ja nichts sinnlos ist, wird es schon irgendeinen Grund haben. Und ich habe mich gefragt,
ob das so lange in den Pendelschlägen hin und her geht, bis der Letzte das alte Muster aufgegeben hat? Ja, dann kriegt man die Verzweiflung und denkt, dann müssen wir aber ewig warten, wenn die Medien nicht mitmachen. Aber dann bin ich schon wieder im Pendelschlag und warte, dass außen wieder etwas kommt. Und irgendwie scheint da nicht der Weg ganz lang zu gehen. Und mir ist in dieser Betrachtung aufgefallen, dass wir zwei Grundströmungen in der Gesellschaft haben. Also zwei Richtungen. Ich sage mal hier die Normalbevölkerung und nenne dann mal die Aufklärer hier die Alternativen. Und mir ist aufgefallen, dass wir in der Gesellschaft zwei entgegengesetzte Erlebniswellen haben. Wenn hier zum Beispiel ausgerufen wird, Biden ist Präsident, dann atmet die Normalbevölkerung auf und die Alternativen, die erschrecken sich. Die einen denken, ach, jetzt geht es wieder im normalen Strickmuster weiter, das kennen wir schon. Dass sie dabei belogen werden, das merken sie nicht, das ist vertraut. Hauptsache, es ist so, wie ich es kenne. Und die Alternativen, die erschrecken, weil sie merken, jetzt geht die alte Mühle wieder los und sie wird schärfer werden und dann haben wir gar keinen Platz mehr. Wenn jetzt es heißt, Trump gewinnt, dann atmen die Alternativen auf, haben Hoffnung, jetzt geht's vorwärts und die Normalbevölkerung erschrickt sich und denkt, das ist ein ganz schlimmer Mensch, der uns jetzt regiert und das wird ganz übel in die Zukunft. Und diese Zweigeteiltheit in der Gesellschaft, die ist wie ein Patt, weil wir sozusagen kein Vorwärts bekommen können und das schlägt immer hin und her, weil wir ja irgendwie doch Mitschöpfer sind. Und die Alternativen, die warten darauf, dass endlich die Aufklärung für alle kommt, dass die offiziell gemacht wird. Und die Normalbevölkerung denkt, dass sich noch alle fügen müssen, auch diese Aluhutträger und die nicht Masken tragen wollen und die Corona-Leugner, die werden auch noch klein gemacht und die müssen auch noch mitmachen, brav. Ja? Also keine Einigkeit in der Gesamtbevölkerung und so geht uns die Kraft aus. Ist das am Ende nicht der Sinn von dem ganzen Spiel, dass uns die Kraft ausgeht, dass wir unsere Spiele aufhören, in die eine Richtung und die andere zu ziehen? Und dann habe ich überlegt, wie kommt man da raus, wie kommt wir wirklich nach vorne, ohne in eine Richtung abzubiegen. Und ich habe gemerkt, mal eine höhere Perspektive einnehmen, das könnte helfen. Und mal Ausguck halten von oben. Und wenn ich denn die Gesamtsituation von oben betrachte, dann fällt mir ein oder auf, es gibt die zwei Grundpositionen, die NWO-Agenda und der Q-Plan. Q-Plan. Und die beiden haben sozusagen die Ringen um die, ja, um die Macht oder wer jetzt, eigentlich um Krieg, um einen Sieg, um einen Gewinn. Und wenn ich dann zu Q halte, dann merkt man jedes Mal, wenn es dort vorwärts geht, freue ich mich. Und wenn es halt eben da so in die andere Richtung wieder schwappt, ja, dann hat man ein bisschen die Enttäuschung oder die Ängste, die man noch hat, den einen oder anderen kommen hoch. Aber es ist ja auch die beide Richtungen. So geht es ja gar nicht vorwärts. Und dann habe ich mich gefragt, ob überhaupt die beiden einen beliebigen Handlungsspielraum haben. Oder gibt es nicht doch noch eine höhere Ordnung über dem Ganzen? Und wenn, wie sieht sie aus? Ich habe hier mal das Bild der Lebensblume gewählt für die höhere Ordnung, weil es eine schöne, ja, sie könnte fürs goldene Zeitalter stehen, für die neue Zeit, aber sie hat eine Harmonie und trotzdem sind es viele Einzelkreise und zusammen bilden sie ein Ganzes. Und das ist irgendwie ein Bild der Bevölkerung. Auch die Bevölkerung, also die Menschen, sind in dem ganzen Prozess auch ein Teil der höheren Ordnung und auch Träger in dem Prozess. Also haben wir gar nicht nur die beiden, NWO und Q-Plan und wir gucken da rein, sondern wir gehören irgendwo mit dazu in dem ganzen Spiel. Und dann habe ich irgendwo gesehen, erstmal die Blackheads, das ist halt eben die NWO-Agenda, die Whiteheads stehen für den Q-Plan, für die neue Zeit. Und da läuft eine Art verdeckter Krieg, ja, oder eine, ja, kann man schon sagen. Es ist halt eben eine andere Art von Krieg, aber es ist eine. Und da oben drüber steht eine höhere Ordnung.
aber auch eine Bevölkerung, die betroffen ist von dem, was da passiert. Aber wenn wir uns nicht beteiligen in dem Prozess und nur, sag ich mal, zuschauen, inaktiv, passiv zuschauen, würde ich jetzt mal so sagen, dann läuft nur eine Dualität vor uns ab, zwischen der dunklen Seite und der weißen Seite, ein duales Spiel. Und dann habe ich mich erinnert an die Quantenphysik, die uns als aktiven Beobachter ja, aufzeigt oder uns einen Hinweis gibt. Wenn wir als Beobachter anfangen, aktiv zu beobachten, fangen wir an, einzuwirken. Wir haben Wirkung auf das ganze Geschehen und die Abläufe verlaufen anders. Und mir kam dann so in den Sinn auch immer wieder dieses Popcorn-Essen, das immer angezeigt wird. Aber auch der Mais ist reif. Ja? Und da ist die Frage, ob wir nur Popcorn essen oder ob wir nicht Popcorn sind. Also selber ein Popcorn, schön in dem heißen Topf unten liegen. Wir werden geköchelt, wir werden hochgehitzt, bis man dann aufspringt. Das heißt, diese alten Schutzmantel loslässt, den aufspringen lässt, dass man den aufgibt. Und dann kommt ja eine Weitung hin. Das Popcorn weitet sich ja stark. Die alten Grenzen reichen ja nicht mehr aus. Und es springt hoch von der Hitze weg. Es ist dann oben. Es hat den Überblick. Es ist aus der Brandsituation raus. Und das ist ein Bild, was ich immer wieder sehe. Selber Popcorn werden. Und da kam mir auch das Bild, dass wir nicht mehr im Dualen dann sitzen. Wenn wir uns mit einrechnen, uns mitbeteiligen, dann haben wir ein Bild eines Trialen, also ich sage mal, eines Dreiecks. Das heißt, ist die triale Ebene. Und das heißt, die dunkle Seite und die helle Seite können nur so agieren, wie wir uns mit reinbringen. Und dann habe ich gefragt, wie bringe ich mich eigentlich da immer ein, weil ich sitze ja zu Hause und die sind ja da draußen am Ringen und ich sehe sie ja nur über Nachrichten, aber ich kann sie gar nicht treffen. Wir haben aber diese höhere Ordnung, diese Ebene der Verbindung und das mache ich, wenn ich Position beziehe. Zu wem halte ich? Wenn ich zu einer Seite halte oder zu der anderen Seite halte, gebe ich dieser dualen Seite immer wieder Stoff. Und dann merkte ich, das ist aber eine wirkliche Herausforderung. Wenn ich nicht vielleicht zu einem halten soll, soll ich vielleicht zu gar keinem halten? Was passiert dann? Weil mein Herz hängt ja doch auch ein Stückchen an der Gerechtigkeit, an der neuen Zeit. Ich möchte nicht mehr zurück in diese alte Agenda, die NWO-Agenda. Muss ich da nicht dazu halten? Und das ist tatsächlich die Frage, wo ich merke, was will die neue Zeit oder warum, was wollen sie? Trump hat oft genug gesagt, es geht nicht um ihn, es geht um uns. Und das heißt, ich muss anfangen zu sehen, wo ist mein Platz, wie nehme ich den ein, was ist als neuer Schritt gefragt und kann ich meinem inneren Herzen folgen? Weil ich habe zwar auch auf der einen Seite, dass ich Gerechtigkeit möchte, aber ich möchte auch für mich sein. Ich möchte auch, dass mir nichts geschieht, dass ich da ordentlich durchkomme. Und dann habe ich gemerkt, dieses neutrale Beobachten, schauen, was passiert und dabei auf mich achten, ist ein wichtiger Punkt, weil diese großen Energien hier, die dunkle Kraft und die weiße Kraft, die sich auf dem Kollektivebene austobt, auf Kriegsbildern, große Wahlen, große Impfkampagnen für alle, alles von oben befehlen, die setzen ihre Schritte, ihre Aktionen und ich muss schon ein bisschen sehen, dass ich nicht genau dort stehe, wo da einer gerade mal seinen Fuß absetzt, weil ich halte mich da ein bisschen in meinen Räumen, in meinen Schutzräumen und kann das neutral beobachten. Das ist schon gut. Aber wenn ich auf mich aufpasse, ein Trump kann nicht aufpassen, ob die mich nicht impfen oder nicht. Ich darf mich nicht ausliefern. Ich muss meine Position beziehen. Ich gebe mir den Wert und die Achtung und die
Selbstermächtigung, dass ich das für mich schon entscheiden kann. Ich sorge da für mich, die sollen mal das große Außen machen, wo ich nicht machen kann, aber für mich, um meinen Teil, da ist es meine Aufgabe, mein Leben zu gestalten und auch für mich Sorge zu tragen. Und ist das nicht tatsächlich ein Versuch wert, mal zu schauen, ob das sich verändert, wenn wir zu niemand halten und sagen, wir schauen neutral, was tut ihr? Und wenn wir merken, es geht in eine Richtung, wo wir nicht gut uns fühlen, können wir das durchaus ja, in die Welt senden. Wir senden das ja in einer Energie aus. Wir brauchen ja gar nicht immer außen was zu tun, sondern auch an die höhere Führung wenden und bitten, hier läuft das nicht gut, wir brauchen einen Platz und vor allen Dingen, wir wollen in die neue Zeit. Und dass wir das brauchen, auch bereit sein, alte Strickmuster aufzugeben, alte Ängste zu überwinden, die noch hochkommen und uns Schritt für Schritt dahin zu schaffen und mitnehmen zu lassen. Wäre vielleicht ein Versuch wert, mal nicht zu jemand zu halten. Es kann sein, dass wir dann nicht mehr so stark abstürzen, wenn das mal gerade der Part, der Pendelschlag etwas aussieht, als würde er wieder auf die schwarze Seite fliegen und nicht auf die weiße. Wir sind schon in der neuen Zeit, wir wissen es im Prinzip schon. Aber wir fallen immer noch mit unseren alten Strickmustern in die alte Zeit zurück und eventuell dauert es dadurch länger, weil wir es noch nicht schaffen, einfach tatsächlich im Vertrauen in der neuen Zeit zu sein. Das waren so meine Gedanken, die ich mal mitteilen wollte. Uns allen wünsche ich ein gutes Gelingen und eine gute Sturmreise im Zeitschiff Erde. Bis zum nächsten Gedankenaustausch. Eure Manu.